Hallo, willkommen bei neuen Part zu Setup 4 Black Flag. So, und diese Part wollte ich mir zu Nassau und da werden wir natürlich ganz schnell mal hinsegeln. Davon ist natürlich schon Nassau. Erstmal schön um die Klippe hier rum. Und rein da. Ja, wollen wir hinreisen. So, mal gespannt, was da heute uns erwartet wird. So, gleich habe ich noch was für Sale für euch, was ich morgen halt so mache. Das kommt doch gleich im Anschluss, wenn die Szene jemand fertig geladen hat. Noch ein? Ein Rumpflip diesmal. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Hi, wir arbeiten dran. Oh, werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Anne, wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nun, gütigste Anne, ich... Scheiße. Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. So, und wo wollen wir hingehen? Okay, wir haben natürlich Folge. Wenn die nichts labert. Okay, die labert ist nichts. Gut. In Ermangelung einer guten Idee tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König. Verdammt, die labert doch was. Das Sodbrennen des Königs. Ansonsten würde ich euch dann erzählen, was ich morgen so mache. Das mache ich dann gleich, sobald es halt diese gibt. Soll der auch spannend bleiben für euch. Ei, es ist unsere Republik. Unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Das mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit, Dummheit. Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Patch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen. Doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben. Wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft. Aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. So, sei mal fest mit Laber. Sehr gut, dann erzähl ich euch mal, was ich morgen so machen werde. Ah, vor der Sale holt ihr sie noch. Na, komm schon her. So, das drehe ich noch. Drehe ich doch nicht, dann halt zurück. Gut, dann wollen wir mal erzählen, was ich morgen so mache. Morgen. Verdammt, dreht schon wieder. Die spanische Flotte, die vor 2 Jahren sank, hatte Medizin an Bord. Alles versiegelt in Glasampullen.
Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Thatch. Gut. Ei. Ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Denk daran, Thatch. Lass die Kanonen verkorken. Pass auf, Ben! Gut, das sind wir schon soweit. Als Heimisch bin ich wieder was einsammeln. Dann wollen wir auf die Karte gucken, wo? Gut. Okay, ich muss eine Tauchglocke kaufen. Dafür brauchen wir Geld, insgesamt 5000. Gut, hier haben wir eine Truhe. So, ich kann mal erzählen, was ich morgen so mache. Also, es geht darum, morgen werde ich um 12.15 Uhr abgeholt. Und dann fahre ich da zu einem Filmdreh. Und wenn ich da filmen darf, werde ich da auch etwas filmen, halt so Make-Offs-mäßige was. Und das Ganze kommt auf meinen Drittkanal hoch, Lötwin 8HD. Das schneide ich ganz zusammen, da kommt dann irgendwann morgen oder übermorgen da, dann das Video online. Mal sehen. Und ich werde auch die Drehte halt so filmen, so wie gesagt, so ein Filmdreh. Und ich werde halt so einen Film drehen. Und bei dem Film, da wird eine kleine Nebenrolle mal mitspielen. Das ist also dasselbe, mit dem ich damals den Film Lonely am Nordpol gemacht habe. Die drehe da so einen kleinen Film. Und da darf ich, wie gesagt, ein wenig mitspielen. Ist ja auch toll. Und das Ganze werde ich mal so ein wenig mal aufnehmen mit die Kamera, die ich habe, und halt euch zeigen, wie das Ganze so aussieht mit die große Kamera und so. Wer weiß. Und denk dran, das Video kommt nur auf Lötwin 8D hoch, nicht auf den Kanal hier, weil einfach so. Auf jeden Fall werde ich das Video auf Facebook posten, auf Skype vielleicht und auf jeden Fall auf Google Plus für euch. Das kann ich machen, da ihr von jedem Kanal auch ganz leicht auf den Kanal das Video sehen könnt. Oder abonniert einfach den Kanal, könnt ihr auch so leichter sehen. Einfach Link in die Videobeschreibung. Leute, achtet nicht hier da irgendwo, könnt ihr gerne abonnieren. Dann könnt ihr das Video sehen. Nur auf den Kanal kommen leider nicht so viele Videos so, weil da selten was mache. Außer morgen was. Gut, auf jeden Fall mehr Truhe. Da ist noch eine. Und ihr könnt gerne mal Kommentare reintreiben, wie ihr das findet. Denn er hat den Filmdreher morgen. Wie er eben findet, wenn ich da morgen ein wenig mitspielen werde bei dem Film. Mal gucken. Das seht ihr ganz morgen oder übermorgen in mein neues Video auf Lötwin 8HD. Ja, auf jeden Fall brauchen wir die Truhe da vorne. Die ist irgendwo um die Ecke. Na. Okay, die ist unterhalber. So, runterfalle. Sehr gut. Gut, geh mir da mal los. Ah, da haben wir die ja schon. Okay, brauchen noch richtig viel Gold. Halt real. So. Hier haben wir leider keine Schatztruhe, aber hier außerhalb ein wenig.
Halt außerhalb der Karte, da haben wir noch etwas. Ja, dann da hoch. Ah, komm, vorbei. So, von Havetruja noch 100 Meter ungefähr. Aber die Tauschglocke ist ziemlich teuer. 5000 Rial. Und schlapprig. Wie viel Geld ich für so eine Tauschglocke verlange? Hm, ja. Okay, da unten ist sie wohl. Okay, dann hoch. Komm nicht hier rein. Mann, oh Mann. Da kann man auch nicht rein. Halt wieder auch so. So, okay. Weiter auch so. Nein, da kommen wir nicht rein. So, vielleicht. Gut, wir haben einmal hinter rum. Okay, auf den Baum vielleicht. Gut, so komme ich glaube ich rein. Okay, auf jeden Fall auf den Baum hier. So. Hm. Ah, verdammt. Gut, können wir auf die Karte, wo wir ein paar Sätze holen können. Okay, das ist mein Schiff. Gut, das ist für mich da erstmal so mein Schiff. Ihr sagt da vorne. Dann probiere ich erstmal ein paar Schiffe zu entern. So, guck mir kurz mal, hier habe ich noch was. Nö, leider nix, da gehen wir da weiter. So, schwimme ich da wieder rüber. Okay, dann holen wir kurz mal eine Ruder. So, da werden wir auf diese, auf dem Meermal in Nassau halt, noch ein paar Schiffe kapern, da wir ein wenig Geld bekommen für die Tauchglocke zu kaufen. Das würde eigentlich so schwer sein, wir haben jetzt noch ziemlich gutes Schiff. Gut, dann wollen wir mal gucken. An Schothorn, an die Schoten. Nein, die haben leider nichts für uns. So, vorne vielleicht. Die haben alle leider kein Geld. Oder? Nein, wir können die wegsegeln. Dann gucke ich mal.
So. Kaviva haben wir so eine Insel. Da sieht im Moment nichts von Schatztruhe. So, aber da. So, wenn die Karte mal laden würde. Gut, da haben wir eine Truhe. Dann wollen wir direkt mal hinsegeln. Okay, auch so. Steuern genau auf die Klippe. Segelreifen raus aus der Böe. Verdammt. Segel setzen, Bewegung. Gut, schnell weg. Gut, auf jeden Fall müssen wir irgendwie gucken, wie ich mal Geld rankomme. Dann gucken wir wenigstens mal vorne lang. So, schnell rum. So, hier haben wir leider kein Schiff. Okay, da haben wir ihn so, ja. Ram und Marssegel fest zurren. Wiederholen und aufkeilen. Hauptsegel rein. Und stopp. Gut, dann werden wir da auf die Insel mal hingehen. Schnell runter vom Schiff. So. Da holen wir die Truhe uns. Hoffen wir da genügend Real drin für uns. Okay, da haben wir die ja schon. Gut, immerhin, so fast 3000 Real. So, haben wir noch wenig Gold. Guck ihn mal. Nassau ist da, okay. So, da hätte ich mir noch eine Truhe. Gut, das liegt auf dem Weg hier zu der Truhe, dann hier hin. Gut, da wollen wir von erstmal zu der Truhe hin. So, das Ganze hier werde ich mir jetzt noch machen. So, schnell rauf. Komm. So, gehen wir da kurz mal hin. Ah, genau, wir können natürlich noch ein paar Sachen verkaufen. Du bist noch dabei sind. So, hier glaube ich. Ne, das kaufe, sondern verkaufe. Jo, das gibt ordentlich Geld. Warum brauchen wir nicht? Das ist Metall, können wir auch verkaufen. Aber Metall brauchen wir, glaube ich.
Gut. Wir können rein theoretisch ruckzuck drankommen an das Geld. Auch nur diese Part. Aber dafür müssen wir leider unser ganzes Zeug verkaufen hier. Aber erstmal gucken. Gucken wir erstmal hier hin. Tauchglocke. Okay, als Zeit brauchen wir für Tauchglocke. Keine andere Stoffe oder so. Nur Geld. Dann können wir natürlich das Ganze verkaufen. Wir müssen natürlich wieder genügend Schiffe finden, wo wir das Zeug finden können. So, fangen wir da erstmal mit Stoff an. Brauchen wir wirklich gar nicht. Gut, dann haben wir so viel Metall. Haben wir 110. Gut. Dann da so viel. Gut, wenn wir das mal verkaufen. Haben wir einen Sir? Genau. So, weg damit. So, jetzt haben wir schon genug. Okay, gehen wir wieder hier weg. Einfach Zeug verkaufen für Geld anzukommen für das Spiel. Da ist er eigentlich gar nicht mal so clever. Captain hat das Ruder. So. Aber die Schatztruhe da vorne können wir natürlich immer noch holen. Aber erstmal gucken, wo die liegt. Die liegt genau vor Nassau. Na gut, können wir hin. So, jetzt sehen wir da hin. Weil wir genau vor Nassau. Da können wir direkt noch mitholen. Das bringt ja wirklich sehr viel. So, schneller. Gut, da wäre mich schon. Leersegel einholen. Und stopp. Großsegel rein, Bramsegel reffen. Okay, gehen wir wieder auf die Insel. Dann holen wir die Truhe mal. Captain ist außen Bord. Ja, na klar. So, die holen wir uns jetzt. Wo haben wir die? Da, hoffentlich viel Geld drin. Es geht. Gut. Dann gehe ich schneller wieder in Nassau. Nassau ist hier. Jo, schnell Reise hin. Gut, da können wir sogar Schnellreise mal hin. Damit sparen wir sehr viel Zeit ein. Gut, dann gucken wir kurz auf die Karte, wo wir jetzt hin müssen. So, wie schon gesagt, wir müssen die Tauchglocke auf jeden Fall kaufen. Eine Tauchglocke kaufen, steht da. Das werden wir gleich machen. Gehen wir kurz wieder aufs Schiff. Open dir. Na komm. So, geben wir das Thema wieder hin. Ich hab dich reden.
Schaufel. So, Tauglocke. Gut, kaufe. Gut, da haben wir die ja. Okay, sehen wir auf der Karte mehr Gebiete, wo wir tauchen können. Okay, da wird ein Punkt angezeigt, wo wir hin müssen. Also hier. Captain ist am Ruder. So. Okay, hier müssen wir nirgendwo hin. Gut, dann sehe ich mich mal weg. Gut, dann wollen wir schnell auf den See. Mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Mal ganz gespannt drauf. Okay, wollen wir kurz mal auf die Karte gucken, wo wir jetzt hin müssen. Und okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier hin. So, markieren wir kurz mal. Gut. Dann nehmen wir Kurs noch rauf. Ah, nee. So, wir segeln einfach mal weiter. Die lassen wir schon mal in Ruhe. So, sag mal, hier tut der Part mal am Ende. In den nächsten Part werden wir... So, im nächsten Part werden wir versuchen, davon weiter zu rennen, weiter zu segeln. Und mal gucken, was mir da dich noch machen müsse. Und ich könnt dann gerne morgen mal reinschauen auf Löt8D, ob das Video so online ist. Oder können wir gerne auch nachfragen, ob das Video so online ist. Ich werde auf jeden Fall auf Google Plus auf jeden Fall noch posten. Auf den Google Plus von meinem Kanal hier. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Okay, bis dann Leute und haut rein.